Also, wie gesagt, das ist ein Replay von heute früh, heute Mittag war das. Rolf Steiner, guten Abend, moin, grüß dich. Habe ich heute früh gespielt. Buddy war wohl mit dabei, hat's gesehen. Das kommt wahrscheinlich auch nochmal auf meinen YouTube-Kanal als Livestream-Ausschnitt vom Stream nochmal. Jo. Eisenharter Käsekuchen, Alter. Was für ein geiler Name. Danke für dein Follow. Jo, also ich zeige euch das mal. Wie gesagt, ich war Top-Tier und es ist keine Arti dabei. Und ihr seht es, am Anfang ist es ein bisschen langweilig vielleicht. Nicer Nick, ja, finde ich auch. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen langsam, das Game, aber am Schluss kommt einiges. Also das ist schön gespielt von meinem Team. Wird nochmal spannend am Schluss. Wird nochmal sehr spannend. Wie gesagt, ich bin Top-Tier, aber Gegner-Team hat einen Defender und einen TS5. Und zweimal ein E25, also schon gefährliche Panzer. Und ein Type. Type 64. Also am Anfang habe ich erstmal gedacht, will ich aggressiv? Also ich will immer gerne da vorne spotten. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ist mir schon zu langweilig. Ich kann hier nicht rumschimmeln. Ich will den Spot vorne. Ich habe meinen Käsekuchen lieber weich. Nicht so alt und trocken und. Keine Ahnung, wie der Schuss reingegangen ist, aber schafft das leider weg. So. Und da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, jetzt kommt der Type 64. Der will mich bestimmt YOLO'n. Achtung, Achtung, jetzt von meinem Team gleich aufgepasst. Er will mich YOLO'n. Plopp. Und raus. Schon mal erstmal geil. Gleich aufgepasst. Das Skorpion da. Er wollte mich halt YOLO'n, aber hat sich ja gelohnt für ihn. So, Benzintank kaputt, also gleich erstmal repariert, weil ich habe keine Lust abzubrennen. Ich habe keinen Feuerlöscher. Ich habe gerade Kupfer, Stein und Goldbecher im Team. Ja, das sind sehr witzige Namen, ja. Koffer 2 ist raus. Da habe ich schon gesehen auf der Minimap. Oh oh. Gleich rollt dieser Defender in unsere Base. Und das Einzige, was ihn dann noch stoppen kann, ist der VK. Gott sei Dank, sage ich mal, Gott sei Dank ist so ein VK relativ hart gepanzert für die Tier-6er. Aber die killen den auch, wenn es zu viele sind. Und ihr seht, wie viele auf der Flanke sind. So, erstmal, ja, da muss man versuchen, schnell die ganzen One-Shots rauszunehmen, dass sie diesen VK, die pushen den halt übelst. Ich kann ihnen da auch jetzt nicht viel helfen, ne? Das war auch nochmal ein wichtiger Snapshot. So ein E25 kann halt auch richtig nervig sein. Leider hat der VK gelowrollt, weil mit dem Highroll wäre der E25 nämlich jetzt raus. Wie gesagt, die swarmen den jetzt, der hat da keine Chance. Und ihr seht auf der Minimap, das habe ich auch gesehen, dass hier ein AFK T-150 ist. Und mein Team, da fahren 5, 6 Panzer hin und, naja. Die verrecken dabei, diesen AFK zu killen. Alle, die da jetzt gespottet wurden, die gehen mehr oder weniger drauf. Naja, nicht alle, nicht alle. Keine Ahnung, wo der Schuss hingegangen ist. Aber mein VK lebt immer noch. Und das ist schon ein Wunder. Der hält die so lange offen und spottet und lebt so lange. Macht echt noch einen guten Job. Jetzt ist er gestorben, leider. Nachdem der Defender ihn gepusht hat. Naja, passiert. Achtet auch genau auf den T-34-85. Die sind sogar im Platoon. Es geht hier um... Ich glaube, es geht um ihn. Oder ich weiß es nicht, welcher das war. Aber die sind beide im Platoon. Der da oder der da? Keine Ahnung. Ich glaube aber er hier. Ich habe ihm geschrieben, ja, aber ich glaube, er hat nicht geantwortet. Habe ihn gelobt, ja, wirklich. Oder habe ich Good Game geschrieben und dann hat er einfach nur Thanks geschrieben. Glaube, das war das. Ja, aber ihr seht, Problem ist, jetzt wird gecapped und jetzt wird es richtig knapp. Ich sehe, ich habe halt auf jeden Fall die View-Range, das zu spotten und zu decappen. Und er decappt auch. Ihr seht, dass ich krieg Assist auf den T20. Das heißt, er hat den anderen gedecappt und damit sehe ich schon mal, jetzt mal ganz kurz anzuhalten. In der Zwischenzeit übrigens stehen zwei auch von unserem Team auf dem Cap
Und der TS5 ist dort oben aufgegangen und die sind eigentlich zu dritt. Eigentlich wäre der richtige Move von denen gewesen, einfach zusammen auf den TS5 und dieses Gekäppel zu lassen, weil die können da nicht cappen, wenn der TS5 lebt und ein E25 und ein Defender. Aber okay. So ist es halt. Wir wollen ja immer cappen. Und hier habe ich gedacht, ach du Scheiße, Super Pershing jolot mich. Wie spät ich erst aufgehe. Achtung jetzt! Ich denke mir, jetzt killt er mich. Nein, zack, Scorpion hat ihn sofort rausgenommen. Das war derselbe Scorpion, glaube ich, oder einer der Scorpions, der mir vorhin den anderen vom Hals gehalten hat, und zwar den Type 64. Also auch gleich super aufgepasst, muss ich sagen. Sehr schön. Hat man selten mal, weil man wird gejolot, gepusht, wie auch immer. Und zack, gleich ist der Schuss drauf. Fand ich schon mal gut. Aber ihr seht, es sind immer noch zwei auf dem Cap und ich denke mir, scheiße. Ich denke mir halt, scheiße. Ich muss demnächst wieder decappen. Irgendwie muss ich einen Spot bringen. Ja, ihr seht, 20 Sekunden. Solche Teammates wünscht man sich, ja. Ihr seht aber, der T34 jetzt wieder auf der Minimap achten. Ihr seht eben, der da hinten, der mit mir dann auch, glaube ich, das Game gewinnt. Er versucht auch die ganze Zeit den Decap zu bringen, hier auf die 2. Er hat es erkannt, dass es erstmal wichtiger ist, als jetzt zu cappen oder irgendwas anderes zu machen. Ja. Er versucht mit mir wieder zu decappen. Hey, der Ananas, moin. Ich denke mir jetzt, ach egal, scheiß drauf, ich fahre rein und versuche die zu spotten. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, wer das jetzt gespottet hat. Ich denke mal er, weil ich kann das eigentlich nicht spotten, weil hier sind so viele Bäume. Das ist wahrscheinlich sein Spot. Er spottet wahrscheinlich sogar beide. Und ihr seht, das sind noch 8 Sekunden, ne? Es sind noch 8 Sekunden auf der Uhr. Jetzt kommt es nämlich, der decappt jetzt gleich nochmal. Ich bin gebounced. Ich denke mir, fuck, jetzt ist das Game gelaufen, ne? 6 Sekunden noch. 6 Sekunden. Ich bin gebounced. 5, 4, 3, 2, 1. Decap. Saugut, ey. Es war eine Sekunde, er hat noch den T20 gedecapped. Das habe ich gesehen, dass er den getroffen hat. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss den Tiger machen. Also er hat jetzt schon, eigentlich hat er jetzt schon das Game gewonnen für uns. Schon, er hat es gesaved. Er hat den gedecapped bei einer Sekunde. Saugut. Also das finde ich schon mal nice. Dann habe ich mir gedacht, okay, der Tiger P ist erstens mal noch nicht gedecapped. Das heißt, dann mache ich den Decap. Und ich gehe nicht auf, also hat er auch gespottet. Definitiv hat er beide gespottet und gedecapped. Jetzt habe ich mir gedacht, der hat noch HP. Okay, zack. Blow upped. Tiger P guckt jetzt auf mich. Zack, und er killt auch noch den Tiger P. Perfekt, nice. Super, super Teamplay. Er hat auch noch verstanden gepinkt. Also das hat man selten, dass das so zusammengespielt wird. Aber super gemacht. Eine Sekunde auf dem Cap. Gespottet und gedecapped. Top. Und das als ein 6er im 8er Game. Richtig, richtig schön. Jetzt aber, ihr seht, es ist immer noch nicht gewonnen, ne? Also HP-technisch, Gegnerteam hat 2000 HP, wir haben 1400. Der wird gepusht. Der wird gepusht. Ja, mit seinem Tier 6er Scorpion, der macht 240 Alpha. Oder was weiß ich, 300, 200, 300 Alpha. Und ihr fährt eine 800 HP Su auf den drauf. Und noch ein T34 85M. Ja, und dahinter ist noch ein E25 und ein Defender. Also, was macht der arme Tier 7er? Was macht der T6er mit? Wie sollen wir das noch gewinnen? Gegen eine Su, gegen Defender, E25. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Er bringt auch jetzt im Prinzip den Spot. Ich sehe schon, der wird auch beschossen vom E25. Oder irgendwas beschießt ihn. Und ich sehe schon, ja, okay, der geht jetzt drauf. Aber die Su geht zu. Und da denke ich mir, wenn die Su zugeht, dann ist mein Scorpion auch nicht mehr gespottet. Das heißt, die Su muss jetzt reinfahren, um den Scorpion zu spotten. Das heißt, ich bleibe einfach mal da. Ich chill jetzt hier. Ich weiß genau, dass die Su gleich kommt und den Scorpion will. Und da ist er auch schon. War auch wieder der Spot von dem Scorpion. Der ist jetzt einfach halt leider draufgegangen und zack. Und mein Spot mit. Okay, der T34 hat gleich wieder reagiert, den rausgenommen, die Su. Sehr schön. Damit muss ich nicht noch einen extra Schuss wasten. Und kann ihn hier nehmen, track. Und zack, wieder raus. Er hat den gleich auch erwischt. Perfekt. Der hatte mir noch 3 HP gehabt, sonst hätte ich wieder einen Schuss wasten müssen. Jetzt merke ich, scheiße, E25, der ist hier irgendwo da in den Büschen. Er gleich wieder, pinkt gleich wieder verstanden. Super gut, gute Kommunikation bei dem. Ich merke, der E25 ist hier und ich ping das ihm jetzt auch gleich. Und er reagiert auch noch drauf, das finde ich auch gut. Er fährt direkt dahin, wo ich gepinkt habe. Pinkt verstanden. Und jetzt kommt noch ein Game-Winning-Move von ihm. Sehr gute Entscheidung, er fährt jetzt wirklich dorthin zu dem zum E25. Spottet ihn, damit weiß ich, okay, der ist One-Shot für mich. Ich weiß, wo der ist. Kein Problem, kann ich ihm helfen. Er spottet ihn noch, pinkt Hilfe, okay, ich versuche ihm zu helfen.
Und zack, raus. Okay, dieses Mal habe ich ihn gesaved. Wir leben beide noch. Wir sind beide gegen den Defender jetzt. Zu zweit. Dieses Mal habe ich ihn gerettet, aber er hat wieder den Spot gebracht. Also war sehr, sehr wichtig, den E25 rauszuholen. Der ist ja, ihr kennt den E25, ist nicht gerade leicht zu killen. Und auch wieder jetzt. Ich bin gerade hier unten in dem Loch. Ja, und er ist gerade dadurch, dass er hier hochgefahren ist, hat er den Defender aufgemacht. Auch gut. Ich habe den nicht gespottet, sondern er. So weiß ich sofort, okay, Defender kommt mit 370 HP, kann ich one-shotten. Und ich weiß, von wo er kommt, aus welcher Richtung, perfekt, die Information ist da. Auch wieder sehr schön. Er hat den Spot gebracht, damit hat er mir schon so viel abgenommen. Er pennt sogar den Defender, wird ein bisschen greedy. Der Defender schießt HE und killt ihn, leider. Und jetzt kommt irgendwie ein Blind, keine Ahnung, wo der Schuss hingegangen ist. Bitter natürlich, aber ich bin nicht aufgegangen. Und der Defender geht wieder zu. Ich denke mir, scheiße, ey, wo ist der Schuss hin? Aber der Defender fährt auf die Posi, wo ich das letzte Mal gespottet war. Als ich in E25 gekillt habe, da war ich gespottet auf B9 oder B0 irgendwo da. Und der fährt auf meine letzte Position. Ich weiß genau, der Defender kriegt mich nicht auf. Solange ich nicht schieße, spottet der Defender mich niemals. Und zack. Und dann haben wir es gewonnen. Das war echt klasse. Also ich konnte es aber nur gewinnen wegen meinen Low-Tiers. Also der T3485M, der bei 2 Sekunden decapped, den Spot bringt auf den Cap, der mir die ganzen One-Shots abnimmt, wie aus dem Bilderbuch, ohne Witz, ey. Perfekt. Und dann wird er gejolot vom E25 und ich darf ihn auch noch einmal safen. Und dann spottet er noch den Defender. Scorpion hat mir auch, die haben mir auch die One-Shots abgenommen. Genau, der Scorpion war auch nice. Der hat auch den Spot gebracht. Er hat mir 2 YOLOs abgehalten vom... Also das war echt super... Also ich weiß nicht, ob das von denen so gewollt war, das Teamplay. Vom T3485 definitiv. Den Cap zu decappen und auch so zu spielen mit dem E25. Also das war eigentlich... Das war nicht durch Zufall, sondern das ist wirklich ein richtiges Teamplay.